So, wir zeichnen auf, nehme ich an, würde ich einmal sagen. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen alle miteinander. Freut mich, dass wieder einige zu uns gefunden haben. Ganz kurze Vorstellung für die, die uns noch nicht kennen. IoT Austria, jetzt im Bild, ganz simpel. Wir arbeiten ohne Folien, zumindest meistens. Unser Motto ist Connect, Share and Collaborate und wir, Nomen ist Omen, beschäftigen uns in allererster Linie damit, IoT in die Gesellschaft unter die Menschen zu bringen, haben auch für heuer ein recht ambitioniertes Programm vorgesehen, aus der IoT Austria heraus, zu dem der Patrick heute vielleicht noch das ein oder andere Wort sagen wird und vor allem dann nächste Woche. Ich weise dann am Schluss noch auf unsere nächsten Veranstaltungen und Zusammenkünfte hin. Ich möchte euch alle einladen, die Kamera einzuschalten. Das macht es irgendwie etwas interaktiver, vor allem für unsere Speaker. Es ist auch technisch kein Problem, also tut es ruhig. Auch wenn Hintergründe da sind, die vielleicht sonst nicht da sind in den Meetings beruflicher Natur. Und ich möchte euch alle einladen, ein bisschen aufs Mikro zu achten. Ihr könnt es gleichzeitig trotzdem in den Chat schreiben. Wir können Chatfragen übernehmen. Beziehungsweise auch dann einmal mitunter, wenn es ruhig ist, das Mikro aufmachen und hoffe ich, Patrick und Thomas, dass das okay ist, auch einmal dazwischen fragen. Wir sind heute eine so kleine Runde, dass das, glaube ich, nicht wirklich ein Problem ist. Soweit zur Logistik. Damit nehme ich mich schon wieder in den Hintergrund. Mein Name ist Tom Kunz, ich habe die Vorstellung vergessen. Der Name des anderen in der Organisation, im Board von IoT Austria ist Patrick Awad, was mich sehr freut, weil wir schon lange befreundet sind und das Ding hier auch jetzt gemeinsam durchziehen, immer und immer wieder. Und damit möchte ich an den Patrick übergeben, der mal, glaube ich, einleiten wird, worum es heute Abend geht. Viel Vergnügen. Danke, Tom, für die nette Einleitung und Moderation. Ja, das ist heute unser zweiter Talk, IoT Wellbeing Talk. Vom Thema her geht es im Wesentlichen um das Thema, das wir uns von der IoT für dieses Jahr auf die Fahnen geheftet haben und wo wir einen Beitrag leisten wollen, um nicht nur IoT sozusagen nerdmäßig und professionellmäßig was zu machen, sondern das ganze Thema auch nachhaltig in die Gesellschaft hinauszutragen und auch das Echo durchaus wieder zu hören und darauf zu reagieren. Was verstehen wir unter Digital Wellbeing, dass wir jetzt dieses Thema haben, eben die Integrierbarkeit von Komponenten, die wir jetzt mittlerweile uns kaufen oder wie manche Kabarettisten sagen, eintreten, dass wir die sozusagen in einer Form bei uns zu Hause haben, mit der wir auch dann gut leben können. Also sprich, wenn ich jetzt eine Solaranlage mir aufs Dach hinauf flansche und dazu dann noch ein Solarauto habe, Solarauto, ein Elektroauto habe, dass ich dann nicht sozusagen ein Informatikstudium brauche, um dass die dann miteinander zum Beispiel ein lasttestoptimiertes Laden machen können. Das sind so Ziele, die wir damit quasi meinen, ansprechen. Wir meinen aber auch zum Beispiel die Repairability oder wie leicht sich Geräte reparieren lassen. Also ganz klarer Führer in dem Bereich ist iFixit, die da einfach auch Indikatoren für Repairability von Geräten anbieten. Wir wollen ja das Rad auch nicht neu erfinden, sondern wir wollen eigentlich nur an den Stellen, wo wir das Gefühl haben, die sind noch nicht gut abgedeckt, einfach von unserer Seite einen Beitrag leisten als Experten, um zu sagen, das sind jetzt Geräte, die eignen sich dafür gut und können auch gekauft werden. Und genau in diese Richtung schwebt es uns vor, ein Gütesiegel zu etablieren, dass man so ähnlich wie ein Energieeffizienz einer Waschmaschine hernehmen kann und sagen so, okay, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass dieses Gerät eben mein Digital Wellbeing unterstützt, dann habe ich jetzt und auch in Zukunft damit kein Kopfweh, wenn ich das dann später mal eben kombinieren und mit anderen Geräten vernetzen will. Da werden also die offenen Standards unterstützt und, damit ich einfach dann nicht nachher da feststelle, ich habe jetzt eine Alarmanlage gekauft und eine Kamera und die eine will mit dem anderen einfach nichts zu tun haben und ich kann mir sozusagen nur die Haare raufen und das eine oder das andere wegschmeißen oder den Anbieter halt dann fragen, was er sich gedacht hat, weil er halt nur proprietäre Standards zum Beispiel verwendet. Das war so ein kurzer Abriss von dem, was wir so Wellbeing-mäßig darunter verstehen. Ich freue mich, dass wir heute eine kleinere, privatere Runde haben.
wo wir den Thomas herzlich begrüßen können, der sich mit dem Thema, wie komme ich ins Weltall mit einem kleinen Satelliten und eben nicht der European Space Agency angehörig, aber trotzdem da mitarbeiten wollend quasi was tun kann. Thomas, du hast begonnen im Bereich Tourismus, meiner Tourismusausbildung, aber hast währenddessen schon angefangen, mit Sensoren, Aktoren und allem Möglichen dich zu beschäftigen. Kannst du vielleicht einmal sagen, wo du herkommst, wie du dazukommst, wer du bist? Ja? Ja, Thomas Dorn, mein Name. Ich bin eigentlich im Gasteinertal aufgewachsen und da war ich recht abgeschottet. Und mit 13 Jahren, wo ich eigentlich in der Gastronomie immer beschäftigt war, war eigentlich mein Interesse schon Lötkolben und Ähnliches. Also da habe ich schon alles zusammengelötet, was man so löten konnte. Damals gab es beim Bahnhof als einzige Lektüre der ITM Praktika. Vielleicht kennt es irgendwer noch, diese Zeitschrift. Und da habe ich diese Bauvorschläge und das Wissen rausgesaugt, weil woher denn? Ja, mitten in der Botanik, in den Pampas, mehr oder weniger in der IT-Pampas, hat es ja gar nicht gegeben, IT in dem Sinne. Und einige Jahre später habe ich dann auch den ZX80 besorgt als Bausatz zum Zusammenbauen. Und das waren dann meine Urschrei-Geschichten, wie ich zu dieser Technik gekommen bin. Also immer Interesse halber. Dann habe ich die Hotelfachschulen, also die Tourismusfachschulen heißt es heutzutage, gemacht und bin dann aber letztendlich 86 nach Wien zum Studieren gefahren, Physik und Informatik. Und damals war die Informatik irgendwie noch sehr spröde, sagen wir mal so. Also das, was dort beigebracht wurde. Sehr Mathematik getrieben, sagen wir mal, ja, oder? Genau, also von der Praxis genau null, ja, also und habe dann aber festgestellt, in Kombination mit dem Physikstudium, das konnte länger dauern mit dem Grundwissen einer Tourismusfachschule. Ja, also das war schon ein bisschen knusprig und hatte aber das Glück auf meiner Jobsuche, dass ich bei Commodore untergekommen bin, wenn das jemand noch kennt. Ja. Und dort war ich für Messen zuständig, also Präsentationen, Messen, alles, was da dazugehört. Und das war natürlich toll für mich, weil ich war an der Quelle von neuester Hardware. Und einige Zeit später hat man mich dann auch gefragt, das war gerade der Hype um Grafikprogramme, Video und so Zeugs, ja, und Amiga ganz neu, ja. Und dann hat man mich gefragt, naja, 24-Bit-Grafikkarte, super, nagelnägel neu am Amiga, magst du nicht ein Programm dafür entwickeln, 24-Bit, ja? Ja, okay, habe ich gesagt. Und so ist zum Beispiel das erste Malprogramm, was ich entwickelt habe, in 24-Bit entstanden, am Amiga. Ja? Darf ich ganz kurz, Thomas, an der Stelle, das heißt, du hast dann Richtung Commodore, da bist du ja auch im Bereich der Community sehr tätig, vielleicht kannst du dazu kurz was sagen. Ja, einstweilen ist das Thema Commodore irgendwie schon ein kleiner Hype geworden, so im Sinne Klassik und Retro. Und seit vielen Jahren findet das Commodore-Meeting, das jährliche, bei mir statt im Haus. Das früher noch in der Wiener Freiheit und seit 5 oder 6 Jahren bei mir. Näheres auf c-meeting.at. Da werden dann alte Computer, 64er, 128 ZX, 80, also alle 8-Bit- und 16-Bit-Geräte, zumindest einmal im Jahr wieder in Betrieb genommen und für jeden, der es anschauen will, beim Griller auch unterm Zelt, kann man sich das dann genauer unter die Lupe nehmen. Super, und noch ein interessanter Punkt da, Brücke quasi sozusagen von Commodore Community hinüber zu Siemens, du hast ja gearbeitet und hast unter anderem Eisenbahnsteuerung gemacht, da gibt es auch ein skurriles Projekt oder interessantes Projekt. Ja. Weil ich das Malprogramm gemacht habe, ist einer von Siemens auf die Idee gekommen, da gibt es jemanden, der kennt sich aus mit Grafik am Amiga, fragen wir einmal.
Wir brauchen eine Eisenbahnsteuerung, die mehrere Monitore unterstützt. Das war damals für den PC etwas Unmögliches. Also eine Grafikkarte, Punkt. Ja? Also mehr ging einfach nicht. Und beim Amiga war es aber möglich, durchaus 4 Grafikkarten reinzustopfen. Kein Thema. Ja? Und dann hat man mich gefragt, ja, machst du Steuerung für die 1:1-Modelle? Nicht? Also Nebenbahnen war das damals. Und tatsächlich, kurze Zeit später, habe ich eine Eisenbahnsteuerung fertig gehabt. Ein halbes Jahr später war die Entwicklung fast fertig. Ein Jahr später wurde sie eingesetzt. Das war also 92. Und tatsächlich fahren immer noch ca. 300 Kilometer Eisenbahn in der Slowakei mit diesem System, mit dem Amiga und dieser Eisenbahn. So, man stelle sich vor, und das ist die elegante Runde wieder zum Thema Nachhaltigkeit. Also wenn eine Technik einmal so lange hält, dann braucht sie eigentlich diesbezüglich, ja, braucht sie kein Gütesiegel mehr, das hat sie dann schon. Ja. Gut, super. Dann würde ich sagen, kommen wir zum heutigen Thema. Ich kann nur erinnern, ich kann mich erinnern, war vor ungefähr 3 oder 4 Jahren das erste Mal, habe ich mal so ein Video gesehen, wo dann jemand darüber berichtet hat, wie er also da jetzt mit seinem Arduino da herumprogrammiert und wie cool wäre es nicht im Rahmen eines Kickstarter-Projektes, wenn man dann halt so ähnlich, wenn man sagt, naja, ich deploy jetzt meinen Code auf einen ESP32 oder ich deploy meinen Code auf einen Nano, wie auch immer, dann einfach deploy zu Satellit zu machen und sein Programm sozusagen zum Satelliten hinaufzuschicken, um es da droben dann auf dem Satelliten zu machen und irgendwelche verrückten Messwerte aus dem schwerelosen Orbit dort heraus zu generieren und so weiter. Ist natürlich eine absolut coole Vision, dass wir noch nicht ganz dort sind, das werden wir heute eh auch noch besprechen. Aber in die Richtung, vielleicht einmal, das Thema ist ganz klar erschwingliche Satelliten. Da gibt es im Wesentlichen, ich werde das auch gleich hineinpasten, gibt es im Wesentlichen diese Initiative oder diese von Stanford ausgegebene sozusagen Format eines CubeSat. Ich paste das mal hinein, da kann man sich parallel dazu anschauen, wenn man will. Aber im Wesentlichen sind das Satelliten, die klein sind. Beziehungsweise erzähl vielleicht einmal von deiner Seite aus einmal, Thomas, und wenn du vielleicht parallel dazu, ja, nachdem wir den schönen Satelliten da gesehen haben, Thomas, wenn du vielleicht, Entschuldigung, Tom, wenn du bitte die Grafik dann freigeben kannst. Ja, aber Thomas, red einmal bitte zu deinem schönen Satelliten, bitte. Ja, also dazu gekommen bin ich, dass ein Freund mich gefragt hat, du magst nicht helfen, in einem Satellitenprojekt mitzumachen. Naja, ich habe wenig Zeit. Naja, du musst nur ein bisschen testen und ja, gehört gibt es keins. Und dann bin ich irgendwie neugierig geworden, was wird das eigentlich und warum macht man es überhaupt? Naja, und dann hat es geheißen, ja, das ist ein Projekt von der EU und da gibt es, das ist mit der Fachhochschule Wiener Neustadt hat es zu tun. Und ja, also du kannst einfach, wenn du da mitmachst, sagen, ich habe einen Satelliten im All. Wer kann das schon toppen? Das war so der Aufhänger. Und dann hat man mich eh schon gefangen gehabt. Ja, also es war dann so, dass ich für diesen Satelliten, bin ich noch drin oder ist schon die Grafik drinnen? Die Grafik ist schon da. Vielleicht ganz kurz von den Dimensionen hier, dass wir das sehen, sind diese 2 Höheneinheiten. Mit, was ist das, 10 mal 10? Und 10 mal 10 mal 20 Zentimeter, also das genau. Ein U ist 10 mal 10 mal 10 und das gibt es also für 2 U und auch 3 U, also 10 mal 10 mal 30 und das gibt auch größere, ja, also kubische, also mit 9 U, also 30 mal 30 mal 30. Also man hat sich einfach auf dieses Format geeinigt und Hintergrund ist, dass eine Rakete, wenn sie gestartet wird und einen großen Satelliten an Bord nimmt, dass dieser Satellit meist nicht ein symmetrisches Gewicht hat, sondern da und dort schwerer oder leichter ist und Füllplätze hat, ja, also Lücken. Und die wollte man halt sinnvoll nützen. Und dort hat man halt 10x10 Aluslots in die Kapsel der Raumfähre eingebaut. Und in diese Schächte gibt man je nach Gewicht dann diese Satelliten rein. Ja?
Also man muss sich jetzt vorstellen, dass eigentlich diese Slots, die vorher, bevor diese Nanosatelliten geboren worden sind, mit Metall vollkommen sinnfrei, also im sinnfreien Sinne von, was da hinauf transportiert wird, natürlich nicht sinnfrei im Sinne von Ausbalanciertheit einer Rakete, hinaufgeschossen worden sind und dann einfach auf dem Weg hinunter ins All verglüht und schade eigentlich um die Ressourcen. Und dieser Platz wird jetzt eigentlich für erschwinglichen Platz, weil eigentlich verdienen sie sich damit eigentlich ein zusätzliches Butter aufs Brot drauf, quasi verwendet, um Nanosatelliten ins Weltall zu bringen. Ist das richtig? Vollkommen richtig. Es ist, also nur so, damit man weiß, wovon man redet, also derzeit sind die Preise ein bisschen unverschämt. Pro Kilo verlangt man derzeit so um die 100.000 Euro, wenn man einen Satelliten ins All schießen möchte. Also für 2 U, 2 Kilo. Ah ja, übrigens, man 1 U 1 Kilo, 3 U 3 Kilo, ja, also damit man okay. wieder gleich bei dieser Norm bleibt. 2 U sind dann durchaus 200.000 Euro. Ja. Wie wir ihn 2017 hochgeschossen haben, war der Preis noch bei der Hälfte. Ja. Gehen wir es kurz mal durch von dem Modell, was du da jetzt hast. Du hast oben Antennen drauf, auf der Seite Solarpaneele und unten ist, glaube ich, ein Antrieb. So, wenn wir es ganz kurz mal durchgehen, wie man sich das darstellt, oder? Ja, ganz grob. Also der Antrieb ist ein Prototyp, also ein Plasmaantrieb, ein kleiner. Also man sieht da eigentlich nur 4 so kleine Düsen. Ja, nicht sehr spektakulär. Aber man sieht hier zum Beispiel so ein Bimmel. Das ist einer von den Magnettrockern, dass man weiß, welches Magnetfeld misst der Satellit. Man muss sich nämlich vorstellen, wenn der im Weltraum ausgestoßen wird, dann schwebt er nicht einfach so schön sauber gerade dahin, sondern der dreht sich. Aber wie? Ja, je nachdem, wie die Rakete raufgeschossen wurde und dann der Satellit rausgeschossen wurde aus der Kapsel, ja, bewegt der sich irgendwie in irgendeine Richtung. Ja, das kann sehr schnell sein, also der torkelt. Ja. Und deswegen ist es auch nicht sehr hilfreich, zum Beispiel solche schönen Schirmchenantennen zu haben, mit denen man, also die oft in Videos auftauchen, weil da hätte man kaum einen Empfang zur Erde, weil das Ding dreht sich. Und wie soll denn der sich enttorkeln, ja, entdrehen? Und da hat dieser Satellit zum Beispiel ganz, wie soll ich sagen, gefinkelte Mechanismen drinnen, die man so nicht sieht, aber unter den Solarzellen befinden sich Spulen. Ja. Macht das dann Sinn? Können wir das die Grafik nochmal einblenden vielleicht? Das sehen wir das auf dieser Schichtgrafik? Sieht man nicht drauf. Sieht okay. man nicht, nein. Die sind auf den Platinen drauf. Das sind einfach auf nur Spulen, die unter den Solarpaneelen drauf sind und ein Magnetfeld produzieren. Und also die Solarpaneele, Entschuldigung, sind jetzt rund um das Gerät herum, außen drum, um einfach, egal in welcher Lage, zumindest ein bisschen Sonnenlicht zu erheischen. So hätte ich das jetzt mal gesehen. Ja? Die Solarpaneele sind das Kraftwerk für den Satelliten. Es sind natürlich auch Batterien drinnen. Also ja, man sieht das in der Grafik unter Batterien, das da beim Grünen. Ja. Ja. Die werden geladen durch die Solarpaneele, weil der Satellit innerhalb von diesen 1,5 Stunden pro Umdrehung, also der Satellit braucht für eine Umdrehung um die Erde 1,5 Stunden, ist er einige Zeit in der Finsternis. Ja. Und während der Sonnenzeit ladet er die Batterien auf. Und in der Finsternis, damit er noch brav weiterfunken kann oder einen Versuch machen kann, braucht er natürlich Strom und da braucht er die Batterien dazu. Ne? Okay, gehen wir es mal vielleicht dazu ab. Was war die ursprüngliche Mission oder was wolltet ihr eigentlich mit diesem Satelliten sozusagen erreichen? Oder was war der Sinn dieser Mission, dieses Gerätes? Ja, fangen wir mal vorne an. Also das Kamam-Institut für Wetterforschung hat an die EU einen Vorschlag gemacht, dass man 50 Satelliten hochschießt. Gleichzeitig und auf ca. 300 Kilometer Höhe, sagen wir mal, in was, also unter Anführungszeichen Wetterforschung betreibt. Auf dieser Höhe weiß man, passiert etwas, was das Wetter bei uns beeinflusst, aber nicht genau. Also man hätte gern gewusst, sind dort Ionen, ist dort Plasma und wenn da Plasmaströme sind, kann man die messen und wie stark sind sie. Das war das
war das Goal und die Idee war eben 50 Satelliten um den Globus rauszuschmeißen, also in einer Kette, dass die hintereinander alle sind und sozusagen gleichzeitig eine Messung machen kann. Also dass man sagt, okay, jetzt alle einschalten und schauen wir mal, was da ist. Und die 50 Satelliten haben drei verschiedene Instrumente an Bord. Meiner hat dieses NLP, das sind Lamir-Sonden, die eben unterscheiden können, ob Vakuum oder Ionenplasma vorhanden ist. Die anderen beiden haben ein FIPS, also messen Ozon, macht das eine, also aber egal. Und die Idee war einfach an die EU, die EU zahlt aus dem Fördertopf den Schuss, die Raumfahrt, also den Start der Rakete. Das Kammerinstitut zahlt die wissenschaftliche Einheit, das ist am Satellit ganz oben der oberste Teil, also die obersten 5 cm, die zur Messung von eben Plasmaähnlichen da sind. Und jeder, der mitmacht, und das war eben das Riesengoal von dieser Sache, das sollten eben Schüler, Studenten, Universitäten, Fachhochschulen etc. sein, die bauen, wie auch immer sie wollen, einen Satelliten. Hauptsache, das wissenschaftliche Element kann nach Hause telefonieren. Wie gesagt, der Schuss wird bezahlt. Also so war die Idee. Super. Dann würde ich sagen, Tom, wenn du von deiner Seite aus das Video parat hast, dann schauen wir uns vielleicht einmal diese spektakuläre Start da an und was da nicht alles hinaus katapultiert wird. Ohne Ton haben wir es vorbereitet, oder? Weil der war irgendwie nervig. Genau. Ja, super. Außerdem können wir da ein bisschen dazu quatschen. Genau, richtig. Das war in Indien, hätte ich verstanden gehabt. Die PSLV-X-Rakete, sehr zuverlässig, die PSLV-X18, wenn ich mich richtig erinnere, am 23. Juni 2017 um circa 4 in der Früh oder so in dem Dreh. Mhm. Eine herkömmliche Rakete. Man muss sich vorstellen, die Ariane zum Beispiel ist mit sehr viel Kunststoff, das heißt, die rüttelt sehr stark. Die indische, da ist herkömmlich, brutal, Eisen und so, ja, Alu-Eisen, die ist sehr, wie soll ich sagen, stabil. Sind jetzt die ersten zwei Booster, die weggehen, oder? Ja, okay. Ja, stimmt. Gut. Schon, ja. Und ja. Dann der letzte, ja, zack, weg und... Und jetzt was ich so süß finde, ihr werdet das danach gleich sehen, die Satelliten, einzelne benamste Satelliten, große, tolle Satelliten und und so weiter. Und dann am Schluss kommen die Nanosatelliten, diverse, was auch immer. Das ist eigentlich das, was sozusagen das Spannende an dem ist. Und das wird dann eigentlich so unter ferner Liefen angeführt. Ich habe das da irgendwie, ja, also das Second Stage trennt sich ab und ja. So, ja, jetzt sieht man schon die Erde. Ja, also das cool. Ich sage, diese ganzen Teilchen, die da wegfliegen, das ist was? Muss uns das sorgen? Eis. Man muss sich vorstellen, das wird ja mit Sauerstoff befeuert und eben den... Genau, das sind jetzt die ersten Satelliten. Entschuldigung, Thomas. Ja, passt. Jetzt ist die ersten Satelliten. Das sind die etwas größeren Satelliten. ESA-1, ja, und so weiter. Mhm. Und... Genau, kommen noch alle möglichen weiteren und dann irgendwann einmal kommt es und jetzt kommen die weiteren auf Nano-Satellites. Das habe ich total gesagt. Die erste Charge und dann sieht man noch einmal eine zweite Charge, wo unser Pegasus dabei war. Schwupp, schwupp, schwupp. Jetzt. Ja, genau. Oh, da Nummer. Da. Ist er das oder ist er das nicht? Ja, der zweite, glaube ich. Der zweite oder dritte ist es, ja. Einer von denen. Ja. Ja, schon irgendwie sau cool da, wenn man die Erde im Hintergrund sieht und jetzt hast du da irgendwo die Satelliten herumzwitschern. Ja. Man sieht, die werden einfach irgendwie rausgeschmissen. Ja? Also tatsächlich, weil diese indische Rakete so stabil irgendwie ist und alles gut gegangen ist, sieht man, dass die sehr ruhig geflogen ist und tatsächlich ist unser Satellit recht wenig getorkelt. Also der ist recht ruhig daher geflogen. Ja. Ich würde sagen, machen wir die Überleitung. Wir haben jetzt das Schema von dem Satelliten gesehen. Du hast da ein Modul, wo du eine ganz besondere Beziehung dazu hast auf diesem Satelliten. Dieses, wie heißt das nochmal, EM-Modul? Achso, also man sagt in Engineering Models, wenn man zu Hause testet, also wir können nicht alle Teile haben. Ja? Und ich war zuständig für Funk,
und ausfahrende Antennen. Eigentlich du bist doch selber ein Hobbyfunker, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig in dem Zusammenhang. Ja? Ja, man darf mit dem Funken ja nur dann aktiv sein, wenn man die Amateurfunkprüfung hat. Und aus dem Grund habe ich die Amateurfunkprüfung noch eben mal schnell gemacht, damit ich das auch darf. Und bei der Gelegenheit haben wir das ganze Modul programmiert und zum Testen hatte ich also dieses komische diesen Sandwich-Aufbau. Und man sieht verschiedene Platinen. Eine davon ist der Hauptcomputer von Satelliten. Eine Platine ist eben das Funkmodul. Das ist das oberste von dieser Grafik, wo man sieht, dass so ein blau angemalter Keks drauf, der ist für das Funken zuständig. Und links davon ein kleiner schwarzer Chip. Das ist der kleine Prozessor, den ich programmieren durfte, mit 3 Kilobyte Flash. Und im Laufe der vielen Jahre haben sehr viele Studenten und Schüler an den verschiedensten Systemen gearbeitet, also bis zu 60 Leute waren da teilweise gleichzeitig beschäftigt, aber zum Schluss waren es dann doch nur eine Handvoll Leute, die das dann fertig gemacht haben, softwaremäßig, hardwaremäßig noch einmal ein paar so viel, und wir waren verschiedene Teams, ja? Also ich war in diesem Funkteam und den Hauptcomputer, also 3 Platinen weiter unten, und die Stromversorgung, 2 Platinen weiter unten, hat das TU, von der Technischen Universität, das TU Wien Space Team gebaut. Und die FH Wiener Neustadt war zuständig für die Photovoltaik, für die Struktur, für das Management von allem. Diese Dinge haben die erledigt. Ja. Also wenn wir jetzt dieses Funkmodul jetzt einmal anschauen, also da, wo der blaue Teil drinnen ist und der Chip da und so weiter, vorne hast du dann ein Kabel, das weggeht, das eigentlich genauso wie, ich sage jetzt mal, ein normales Gerät, das man halt gerade mal hacken will, im Grunde einen UART-Bus drauf hat, mit dem du dich da mittels seriellem Interface verbinden kannst und halt deinen aktuellen Code hochspielst und hochlädst. Zum das Flash. Ist genauso wie bei einem Arduino oder einem ESP8266, dass du mit der seriellen Schnittstelle den bedienen möchtest. Und genauso habe ich das Funkmodul, also die Stacy, auch geflasht. Immer wieder und immer wieder. Weil da hatte ich natürlich keinen Monitor und konnte irgendetwas anschauen. Und habe das Ding tausende Mal geflasht. Also ich glaube, wir sind bei einem Zähler bei 1200 Mal oder noch mehr, ja. Also unglaublich oft. Ja, einen wichtigen Punkt, den ihr da ja berücksichtigt habt, oder der auch sozusagen dieses Projekt ja auch dahingehend natürlich besonders macht, ist, dass ihr das ja erfolgreich geschafft habt, und ein Schlüssel zu diesem Erfolg, hast du mir gesagt vorher, war, dass man diese Komponenten auch im schwerelosen Raum, also vakuummäßig sozusagen, dann auch, also ohne luftleeren Raum, auch testen kann. Vielleicht können wir da kurz die Vakuumkammer herzeigen und vielleicht kannst du uns da erklären, was da so die Erkenntnisse waren, die man da eingefahren ist. Ja, ja, das war eine sehr interessante Sache. Wir sind ja alle sehr blauäugig an die Sache rangegangen. Ja? Also wir haben ja niemanden gehabt, den wir fragen konnten. Und die Grazer, die schon 2 Satelliten oben hatten, haben das ja auch nicht ganz in Eigenregie gemacht, sondern mit den Briten zusammen. Und die haben dann irgendwie ein bisschen dicht gehalten. Und ja, wir haben halt spezielle Bauteile genommen. Und was heißt spezielle Bauteile? Haben wir ja nicht gehabt. Ja, minus 85 bis plus 100 Grad, dass sie aushalten. Aber der Haupttrick war der luftleere Raum. Wir haben festgestellt, wenn wir die Bauteile zusammenlöten auf eine Platine und dann ins Vakuum geben und dann in Betrieb nehmen, passieren ziemlich böse Dinge. Erstens, es diffundieren Materialien hinaus, also Kondensatoren zum Beispiel würden implodieren. Ja, also das bringt überhaupt nichts, mit einem Elko zu arbeiten. Also das ist ja schon mal ganz schlecht. Also da muss man sich schon mal einfallen lassen, wie man die Schaltungen baut. Das nächste ist, dass manche Materialien durch die Diffusion dann sich lösen von der Platine. Also man muss spezielles Lotmaterial dann nehmen oder Klebstoffe oder ähnliches. Und das dritte, ganz wichtige, das ist eine Erkenntnis, was wir aus dieser ganzen Geschichte gewonnen haben, jedem sagen, der da mitmachen möchte, durch das Vakuum entstehen Hitzepunkte bei den Prozessoren, die dazu führen, dass das Gerät sofort runtertaktet oder ausfällt. Sofort.
Das dürfte auch der Grund sein, der Hauptgrund sein, warum die meisten Satelliten nicht funktionieren. Vor allem nicht die Arduino-Satelliten oder Raspberry-Satelliten, weil das nicht beachtet wurde. Wer hat schon zu Hause eine Vakuumkammer? Also dieses Bild zeigt eine private Vakuumkammer. Also das kann man sich durchaus, ja, also ganz billig ist nicht, aber das kann man gerade mal noch zu Hause vertreten mit 10 hoch minus 6 bar. Aber mit der ist es schon möglich, dass man eben diese Tests macht und ohne diesen Tests braucht man kein Space Engineering betreiben. Geht einfach nicht. Ja? Kann man garantiert sagen, wird nicht funktionieren. Aber das ist der Schlüssel. Mit dem kann man normale Standardbauteile nehmen und testen und schauen, ob es geht und dann eben einen Kühlkörper aufgeben oder neue Materialien testen. Ja. Das ist auch irgendwie das Interessante, was du gerade angesprochen hast, dass eben sozusagen da den professionellen Bereich teilweise, der halt hochpreisiger ist, aber sich dann teilweise auch absentiert, indem sie einfach da Security through Obscurity oder halt einfach durch Nichtveröffentlichen von Standards sozusagen sich dann da absentieren, obwohl es gar nicht notwendig wäre und dem, was man eben privat machen kann. Also wenn man jetzt hergeht und sagt, was könnte man sozusagen hobbymäßig machen, also angenommen, du hast jetzt ein paar Preise natürlich angesprochen, also man müsste über die 100.000 drüber springen, dass man sich sozusagen da den Space Launch leisten kann, dann irgendeinen Rütteltest hast du, glaube ich, mir im Vorgespräch noch angesprochen, was bräuchte man sozusagen, also wenn du jetzt das Gleiche nochmals mit all deinem Wissen, was du natürlich dazu gesammelt hast, nochmals, was bräuchte man da sozusagen an Stakeholdern, wenn du jetzt noch einen zweiten Satelliten ins All bringen würdest? Ja, tatsächlich, also dieser Thermovakuumtest, also der Launcher verlangt, dass man ein Zertifikat hergibt von dem Satelliten, dass der sicher ist, ja? Also dass der nicht zerfällt und dass der keine Batterien hat, die explodieren, etc., etc. Also es ist nicht, du kannst nicht jede Batterie nehmen, also die Akkubatterien, die flachgedrückten, die kannst du gleich einmal vergessen, zu gefährlich, ja. Du musst entspannte Batterien nehmen, also normale Runde und lauter so Sachen. Also sie wollen, dass das Ding natürlich sicher ist und nicht herumwackelt, ja? Daher diesen Schüttel-Vakuum-Test. Und bei der Ruhr kann man den machen und 2-Kilo-Schüttel-Test kosten 100.000 Euro. Ja, also man kommt da gleich in Sphären, die unangenehm sind. Also für ein 2U eben mal so 400.000 hinlegen, der Rest ist dann irgendwie nicht mehr so schlimm. Ja, also das schockt einen dann nicht mehr, der Rest. Ja, der ist halt viel Sitzfleisch für die Software, intelligente Hardware natürlich vorausgesetzt. Aber mit diesen, wo ich gesagt habe, Hitzepunkte beachten und ähnlichen Sachen, kann man schon allerhand ausrichten. Das würde dann schon funktionieren. Ja. Was wir vielleicht jetzt noch machen können, weiß nicht, entweder Thomas oder ich kann es auch gern freigeben, auf der Seite vom Satelliten, da haben wir, glaube ich, auch noch die Laufbahn gehabt, beziehungsweise wo er sich gerade befindet. Und du hast gemeint, es ist vielleicht sogar möglich, dass wir vielleicht den Satelliten über uns haben und zumindest ein paar Signale empfangen können. Vielleicht können wir die kurz einmal, ich schaue, ob ich die Seite da bei mir jetzt habe. Ich habe jetzt interessanterweise, habe ich es nicht da. Vielleicht kannst du sie kurz pasten und dann können wir die da hinein. Ja, genau. Danke, super. Für jeden, der mitmachen möchte, kubi50.at. Mhm. Da kommt man auf diese Seite und links oben ist ein STG-Logo und da kann man sich dann melden. Das sind die Kontakte und ja. Das heißt, das ist jetzt eh genial. Also da fliegt eigentlich, also heute der rote Strich, das war schon oder das kommt noch über Österreich drüber? Das sollte eigentlich, das ist aber interessant. Nein, das war schon und der zweite rote ist der aktuelle. Der wäre aber noch im Empfangsbereich. Ja. Okay. Das heißt, wir könnten theoretisch noch hinfunken und ja, und heute war aber schon mal über Österreich. Ja. Wir haben tatsächlich beim Start des Satelliten Flash-Ausfälle bekommen, wo wir bis heute nicht genau wissen, warum. Und das heißt, der Flash-Speicher von unserer Radioeinheit ist ein bisschen gedamaged. Ja? Ja. Nicht komplett, aber sagen wir mal ein bisschen zersiebt. Und jetzt passiert es, dass der beim Rebooten, also so ein Satellit rebootet ja doch öfters, dass der manchmal dann auf einen nicht funkt, ja, also einfach auf Stillschweigen geschaltet ist und dann hört man nicht. Und das ist gerade derzeit eine Phase, unangenehmerweise. Man sieht, dass der letzte Kontakt am 7.2. um 20.25 Uhr war.
Und die letzten 2 Tage war nichts. Ja. Das heißt, dieser Punkt, den du jetzt hast, das ist eigentlich sozusagen ein approximativer berechneter, und in Wirklichkeit könnte er theoretisch seit 3 Tagen auch nicht mehr da sein, oder? Ja, also kaputt sein. Natürlich könnte es sein, aber ich habe ein bisschen Vertrauen zu dem Satelliten, der wird uns noch ein paar Jahre erhalten bleiben. Ja. Also natürlich frisch nach dem Start, nach 3 Wochen, wie er plötzlich still war, hatten wir schon alle den Bammel, dass er sich nie wieder Ja. meldet. Und nein, war nicht so. Ja. Und nach ein paar Jahren bin ich jetzt schon ein bisschen, wie soll ich sagen, gesättelter. Da nehme ich das Ganze schon ein bisschen Und lockerer. das Coole ist ja eigentlich, dass dieser Satellit von der Laufzeit her hat ja niemand damit gerechnet. Also erstens einmal der erste wirklich österreichische Satellit, hast du gesagt, und das zweite ist ja, dass dieser Satellit nach wie vor und unter anderem auch wegen dieses Antriebs ja eigentlich sehr große, ausgestattete Batterien hat und deswegen noch immer, also nach all der Zeit noch immer oben ist. Also das Ja, ist natürlich. mehrere Gründe, ja, ganz genau. Also tatsächlich, wie du richtig sagst, er hat so einen Prototypenantrieb mitbekommen und dadurch hat er große Batterien an Bord, also damit man den wenigstens für 1 Kilometer zünden hätte können, den Antrieb. Was im Prinzip, weil es ein Testantrieb ist, erst dann gemacht werden sollte, wenn wir ihn absolut nicht mehr brauchen. So war die Sache, weil wir nicht wissen, was alles kaputt geht, wenn man den zündet. Ja? Also die empfindlichen anderen Geräte stört man ja dabei. Das heißt, wir werden ihn natürlich so lange wie möglich noch in Betrieb halten, so wie er ist. Ja, und was war die andere Sache? Du hast gerade erwähnt. Na, das in dem Fall, das passt schon, ist in Ordnung. Wir sind auch von der Zeit her, müssen wir vielleicht schauen. Wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten. Ich würde sagen, an der Stelle, vielleicht machen wir nochmal den Schwenk rum. Was haben wir gelernt? Wir haben jetzt schon einiges gehört über das Bauteile und was wie thermisch gemacht werden muss und so weiter. Was nützt es auch anderen Leuten oder was Ja. nützt es sozusagen nachgehen? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ja, wie ich am Anfang schon gesagt, das QB50-Projekt war gedacht, dass so viel wie möglich Leute, also am Anfang nur Europa, dann weltweit so viel wie möglich Schulen an das Space-Technik, also an diese Space-Technik rankommen. Ja, also deswegen versuche ich auch so viel wie möglich Werbung zu machen und Leute zu rekrutieren, die einfach bei Folgeprojekten mitmachen. Der nächste Satellit, ebenfalls von der FH Wiener Neustadt, soll ein 3U-Satellit werden und einen Ionenantrieb haben und soll sich in eine andere Umlaufbahn hinaufschießen und wieder zurückkommen. Also wirklich eine Flugstunde machen. Die Flugstunde dauert ungefähr ein Jahr, also ein halbes Jahr hin, ein halbes Jahr zurück. Also richtige Mission durchführen, weil diese winzigen Antriebe die Zukunft sind. Also statt dieser Riesensatelliten eben kleine Satelliten, die auch in kleineren Umlaufbahnen sind, also bis maximal 500, 600 Kilometer, dass eben kein Weltraummüll entsteht. Also dass man innerhalb der 20 Jahre und dann fällt alles runter und verglüht und es bleibt kein Müll oben, beherrschen kann. Weil derzeit ist es so, dass Satelliten für mehrere 100 Millionen Euro gebaut werden. Und natürlich will man nicht, dass der Satellit nach 3 Jahren, 5 Monaten runterfällt, verglüht, ja, sondern der soll möglichst lang oben bleiben. Dann wird er auf eine sehr hohe Bahn geschickt. Ja, dann bleibt er aber ewig da oben und vermüllt unsere Erde. Ja. Also das heißt, er wird dann vielleicht 3 oder 5 Jahre benutzt und wenn man nicht mehr braucht, dann bleibt er da. Und das darf nicht mehr sein. Gefällt mir auch irrsinnig gut, auch im Sinne der sozusagen Müllvermeidung, nicht nur bei uns auf der Erde, sondern auch im Weltall, so quasi, man weiß ja nicht, was noch alles daherkommt. Und du hast doch weniger Sprit, nicht? Also ein Kilo transportieren ist was anderes als 100 Kilo transportieren, ne? Okay, dann der Tom jetzt, du kannst es ruhig selber sagen, Tom, hat eine Frage Richtung, gibt es im Umfeld Österreich ein derzeitiges Projekt, das jemand interessieren könnte, bitte, oder joinen könnte? Ich poste da gleich was dazu, schau mal. Das ist jetzt vielleicht nicht unmittelbar ein Projekt, wo jemand unmittelbar dazu joinen kann, aber es gibt dieses Ambasat, das habe ich in Vorbereitung da entdeckt, was ganz lustig ist, wo du dir Arduino-Bausätze, Space Tech Arduino-Bausätze quasi kaufen kannst. Das kann irgendwie jeder machen und dort einmal zumindest so tun kann, als ob man Space Engineer ist. Natürlich, da hat dann der Ich Thomas habe mir das nicht. angeschaut. Also das sind Dummies, ja. Du kannst, Ja. du, das, du kriegst da so ein Set.
Eigentlich so billig ist es dann nämlich auch wieder nicht, ja. Und tust so wie wenn, und in Wirklichkeit gibt es dann einen anderen Satelliten, wo du dann ein Platz halt kriegst für deine Software. Aber das habe ich nicht genau herausgefunden. Es stand nicht genau drin, wie das dann weitergehen soll. Aber ich gehe davon aus, dass ein CubeSat dann hochgeschickt wird, wo halt diese verschiedenen Softwareprodukte drauf sind, wo du das dann abhören kannst, ja. Also es gibt dann einen echten Satelliten, wo halt all diese verschiedenen Sensoren, die du dort zusammenstecken kannst, drauf sind, und du kriegst dann Timeslots, wo dann deine Software dann rennt und dann wirklich Space Engineering machen kannst, aber nicht in Wirklichkeit mit den Prints, die du dort kaufst, sondern mit einem anderen Satelliten, ja. Ja. Cool, super, dann würde ich an der Stelle vielleicht jetzt, vielleicht würde ich Tom ein bisschen überraschend, vielleicht jetzt schon eher die Schleife machen in deine Richtung, dass wir nachher noch vielleicht von den Fragen und sozusagen da vielleicht noch mehr einbauen können, weil wir heute auch eine kleine Runde sind. Ist das für dich in Ordnung, Tom? Na klar. Ja, ist natürlich, klar, ja, selbstverständlich. Okay. Passt. Ich nehme an, du hast jetzt mich gemeint. Es ist heute ein bisschen schwierig, ne? Weil wir Thomas und Tom haben. Ja. Ich habe mich extra an die Konvention gehalten. Ich habe Tom gesagt. Ist alles in Ordnung. Nein, viel. Ja, spannend bis hierher. Wir haben aber immer noch Zeit für Fragen aus der Runde. Bedanke mich natürlich bei euch beiden ganz herzlich, vor allem für die intensive Gesprächsvorbereitung. Mir würde es wirklich nochmal interessieren. Du hast jetzt Ambasat hervorgezogen, Patrick. Wenn ich jetzt gehört habe, ja, ich kann mir die Hardware zusammenbauen, ich kann die Tests machen, sogar zu halbwegs erschwinglichen Preisen in der Vakuumkammer, aber dann wird es echt teuer, wenn man Zertifikate braucht. Gibt es irgendwo ein Projekt? In der Vorbereitung habe ich mir es angeschaut und ich habe keines gefunden, wo ich wirklich dann Rückstand gibt. Ja, bitte, bitte. Thomas hat was. Wir bauen ja eh einen neuen, den Climb. Wir arbeiten ja an einem neuen Projekt, wo jeder, der will, mitarbeiten kann. Also wenn einer Interesse hat, sich bitte bei uns melden. Das heißt, das ist dann die, das ist dann die Space Tech Group, oder? Nein, STGA, das ist STGA, auf Google 50, ja. Links oben, warte mal. Ja, ich blende es noch einmal ein, STGA.at müsste es A geben. Ja, ich habe es noch einmal am Schirm, Thomas. Ja, genau, ganz genau. Okay, das heißt, da könnte man sich beteiligen, ohne dass man 100.000 für den Launch selber hinblättern muss. Genau, weil dann wird das über die, zum Beispiel in dem Fall FH Wiener Neustadt geregelt, wo dann das Land ein bisschen dazu zahlt und private Sponsoren und so. Die RUAG ist ein Partner von der FH, da muss man den Schütteltest nicht bezahlen oder nicht so viel bezahlen. Also da kratzt man dann die Kurve. Nicht? Und aber jetzt Hand aufs Herz, wann wird es dann der nächste zum Beispiel hinauf? Ja. Also wenn wir uns jetzt entschlossen, voll motiviert, ich möchte jetzt da meinen Code deployen, wann ist der dann zum Beispiel im All? Was dauert das ungefähr? Also ich schätze in 2 Jahren, das ist unser Ziel, dass der oben ist. Mhm. Habt ihr bestimmte Messziele? Habt ihr euch für das neue Projekt ganz bestimmte Messungen wieder vorgenommen, Analysen? Ja, also wir wollen eben den Van Allen-Belt besuchen. Ja? Also da geht es darum, dass der Satellit nicht nur einen Antrieb hat, sondern auch sich ausrichten kann. Also nicht nur mit Spulen, sondern auch mit Wheels, also mit Trägheitswheels, dass er sich dreht und an die richtige Stelle positioniert und wie eine Rakete dann an den Van Allen-Belt sich hinaufschießt. Also mit 500 Kilometer die Rakete, dann wird er ausgelassen, schaut, dass er sich enttampelt, also stabilisiert, und dann im Laufe von einem halben Jahr von 500 Kilometer auf 1000 irgendwas Kilometer hinauffliegt und dann wieder hinunter. Das ist das Ziel. Und eben um das zu machen, musst du alles können. Da musst du wissen, wo du bist, per GPS oder mit Star-Tracker. Du musst die Messungen machen, wie schnell, und Magnettalkers, wie schnell du dich torkelst, drehst, etc. Also du musst alles ziehen, was es da so an Methodiken, Sensoriken gibt. Ja. Was wie gesagt, kann jeder mitmachen. Was natürlich auch noch interessant wäre jetzt,
von den Zielen, die ihr euch für dieses Projekt gestellt habt, Wetterbeobachtung, Erkenntnisse aus der Umgebung, in der der Satellit misst, gibt es da? Da ist mir jetzt nichts bekannt. Also, na, dieses Kugel-50-Projekt, muss ich leider sagen, ist insofern nicht ganz erfolgreich gewesen, weil sehr wenige von den Satelliten dann letztendlich funktioniert haben. Ja? Also von den 50 Satelliten sind 28 ins All gekommen und meines Wissens haben 21 überhaupt je einen Piep gesendet und ganz wenige haben überhaupt funktioniert. Mit diesem MNLP-Messsensor, den unser Satellit hat, da waren wir ziemlich die Einzigen, die überhaupt funktioniert haben. Und wir haben die Daten runtergesendet zum Kammerinstitut. Die waren froh, dass sie irgendeinen Satelliten hatten, der funktioniert hat. Also insofern war das Kugel-50-Projekt nicht erfolgreich, aber es war insofern sehr erfolgreich, weil unglaublich viele Leute sehr viel gelernt haben, ja. Also dieses Space Engineering, was funktioniert im Weltraum, was nicht und wie kann man es machen? Und vor allem, jeder kann es machen. Ja? Also das ist schon ein Erfolg. Was für mich auch eine interessante, also zwei interessante Info-Chunks sozusagen, die mir noch bei der Vorbereitung da aufgefallen sind, die, glaube ich, nicht alltäglich sind. Das eine ist eben, dass man dadurch, dass man so einen hohen Ausfall hat, dass man dann bewusst sozusagen sehr viel auf die Reihe schiebt und auch bewusst natürlich in Kauf nimmt, dass eigentlich der Großteil davon vielleicht auch ausfällt und dass halt dann ein oder zwei quasi Teile dann auch wirklich ans Ziel kommen. Das habe ich durchaus beeindruckt gefunden. Und dass auch dann dieses Projekt ja eigentlich aufgrund dessen, das war ja ursprünglich EU-technisch nur gedacht, und dann hat es in der EU eigentlich nicht genügend Leute gegeben, die sich da überhaupt daran beteiligt haben. Und dann wurde es ja global geöffnet und dann haben sich Koreaner und was du gesagt hast, irgendwie noch Amerikaner und uns daran beteiligt. Taiwanesen, Chinesen, genau. Israelis, ja. Also ja. Ich vermute, man hat ein bisschen Angst gehabt, dass zu viel unter Anführungszeichen Loser dabei sind. Also Leute, also Satelliten, die einfach nicht fertig werden, die einfach die... nicht die Tests bestehen. Ja? Und insgeheim vermute ich, dass Österreich auch zu den bloß Happerten gerechnet haben, weil die wissenschaftliche Einheit, die uns geliefert wurde, hat nämlich nicht funktioniert. Da sind wir erst 2 Wochen vor Abgabe des Satelliten draufgekommen. Das war da waren die Nerven blank. Ja? Wir mussten die Abnahmetests machen und das Scheiß Ding liefert nicht das, was es soll. Ja? Und wir mussten denen beweisen, dass das Ding nicht geht. Ja? Weil sie sagen, naja, euer Ding geht nicht. Nein, das Ding geht nicht. Und dann haben die uns, ich glaube aus Rumänien, per Eil-EMS, die Einheit aus Rumänien geschickt, weil die Rumänen aufgegeben haben. Also denen haben es mehr zugetraut als uns. Ja? Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und die Einheit haben wir dann eingebaut im Schweinsgalopp und also wirklich auf dem letzten Drücker haben wir den Satelliten nach Holland gebracht und dort ist er dann verfrachtet worden nach Indien, ja. Und auch diese Antriebseinheit, das ist ja auch etwas, was explizit auch noch auf Wikipedia da draufsteht, sozusagen ganz neuer, revolutionärer Antrieb, der sozusagen das erste Mal eigentlich bei so einem Satelliten verbaut worden ist, auch der ist ja eigentlich dann leider zumindest bis jetzt nicht zum Zug gekommen und wird wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja, so ungefähr. Das gehört zu den Dingen, wo die Zeit dann irgendwie Wunden zu heilen hat. Ja, es hat nicht sein sollen. Also man darf nicht vergessen, es hat keiner Geldcrime gekriegt. Jeder hat freiwillig. Nein, das war kein gearbeitet. Vorwurf. Das war kein Vorwurf. Also ich denke an, ja. Also es sind einfach Sachen passiert, die man so nicht geglaubt hat. Oder es gab Verzögerungen, die nicht eingeplant waren. Also die jungen Leute haben auch gedacht, aha, innerhalb von 1-2 Jahren passiert es und es kommt zum Abschluss. Und dann hat die Sache doch von 2013 letztendlich bis 2017 gedauert. Ja? Also ich bin erst 2015 dazugekommen. Also doch sehr viele Jahre und da sind manche Studenten gar nicht mehr auf der Uni oder haben keine Zeit mehr dafür, machen ihre Diplomarbeit oder ich weiß nicht was. Und auf die Art und Weise geht dann auch ein Wissen wieder verloren und manche Sachen sind dann auch nicht fertig geworden. Und so ist das mit dem Antrieb dann letztendlich irgendwie passiert. Ist aber kein großer... Schaden letztendlich, natürlich wäre es schön, aber wir haben es geschafft,
dass wir die Funkeinheit, obwohl sie gedamaged wurde, funktioniert sie noch. Ja? Der OBC, ja, ja, der Hauptcomputer, das von der TU, das Hauptteil, der hat immer einwandfrei funktioniert und funktioniert immer noch perfekt. Auch die Stromversorgungseinheit, die alleine, ich glaube, 10 Prozessoren hat. Die Stromversorgungseinheit hat 10 Prozessoren. Ja? Also lauter Controller. 10 Prozessoren, was tut dir da so Großes? Erstens einmal sind es 2 Subsysteme, 2 Photovoltaikanlagen, wenn du so willst. Redundant, oder wie? Oder? Ja, in gewisser Weise redundant, aber sie müssen natürlich querweise die Batterien laden. Ja? Also das ist nicht so einfach. Dann okay. Maximum-Tracker, Maximum-Power-Tracker-Systemen. Dann die Kommunikation mit I²C zu den anderen Subsysteme etc. Also es sind schon sehr viele Einheiten drauf und das funktioniert alles einwandfrei. Also die TU hat da wirklich. Aber hast du nicht gerade vom I²C-Bus gesagt, dass der eigentlich total unverlässlich war? Ja, richtig. Also das hat man am Anfang nicht so gemeint, aber tatsächlich da, wo Strom eine Rolle spielt, ist der I²C-Bus nicht perfekt. Ja? Also da, wo Störungen sind, ist der nicht so wirklich. Genau, da. Dort wird er jetzt eigentlich beim Strommessen und zum Spannungsmessen dann hergenommen, oder? Das Messen selber ist ja nicht das Problem, aber wenn unvorhersagbare Spitzen daherkommen, dann führt dieses Master-Slave-Protokoll dazu, dass die Schluck aufkriegen und ein Reset brauchen. Was auf der Erde wurscht ist, machst du ein Reset. Ja, ja genau. Rupst du halt geschwind einmal zum Satelliten und machst ein Reset. Ja, ja genau. Das funktioniert da oben nicht so gut. Ja, das ja. Ist, und mit dem Vakuum und dann irgendwelche Strahlungen und wir haben ja, du musst dir vorstellen, da oben ist es auf der Schattenseite, also wenn du die Hand hinhältst, hast du auf der einen Seite über 100 Grad und verbrennst dir die Pfote und auf der Rückseite hast du minus 80 Grad und verbrennst dir die Pfote aufgrund von der Kälte. Aber in der Mitte hat es kuschelige 15, 20 Grad. Mhm. Also extreme Bedingungen. Ja. Also mittendrin hätten wir eigentlich sozusagen ein Umfeld, in dem man leben könnte. Ja? Nur müsste man halt irgendwie Quantengröße haben. Ja, nicht unbedingt. Also die Bauteile in der Mitte fühlen sich wohl, funktioniert wunderbar. Aber die, je mehr am Rand, umso mehr werden es in Mitleidenschaft gezogen. So sind zum Beispiel die kleinen Temperaturmessfühler und Fotofühler, also die sagen, wo ist die Sonne. Ja? Also die haben einige Sensoren drauf. Die sind größtenteils schon kaputt. Die okay. außen, also ganz außen dran waren, ja. Okay, weil die einfach die Temperaturschwankungen nicht aushalten oder nicht so lange. Ja, vielleicht auch Strahlung. Also das kann man jetzt nicht so genau sagen, ob es die Temperatur ist, die Strahlung oder die Ausdehnung, nicht, also Kälte, Wärme. Ja. Das sind alles Faktoren, ganz genau kann man es ja nicht sagen. Ist ja nicht dabei. Ne? Gut. Das sind Vermutungen von uns, nicht? Also warum halten manche Teile besser und manche nicht? Und das sind halt die Erkenntnisse, die wir haben. Und daher war dieser Satellit sicher ein Erfolg für uns, für Österreich. Mhm. Nein, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist eine ganz spannende, tolle Geschichte, die definitiv verbreitet gehört. Und ja, apropos verbreitern, vielleicht fangen wir jetzt mit der allgemeinen Runde an. Oder Tom, machst du vielleicht Überleitung? Tom Kunz? Ja, ja gerne. Verbreitung können wir durchaus ernst nehmen. Wir haben aufgezeichnet, beziehungsweise wir zeichnen immer noch auf und wir werden das Video online stellen im Anschluss. Also wenn ihr alle, liebe Gäste, Menschen kennt, die das auch noch interessieren könnte, dann bitte sagt es weiter. Sagt es auch weiter bitte, wer euch diesen wirklich spannenden Talk, noch einmal herzlichen Dank Thomas Dorn für die Zeit heute, wer diesen Talk gebracht hat, IoT Austria. Ich möchte ein paar Hinweise geben. Zum ersten den Hinweis, dass unsere Website veraltet ist und wir Unterstützung brauchen beim Pflegen dieser Teile. Veraltet in dem Sinn, dass das halt doch schon ein Zeitl her ist. Die Digital Days der Stadt Wien unterstützen wir gleichzeitig jedes Jahr. Und auch noch einige andere Partnerschaften, wie zum Beispiel mit den Austrian Standards und anderen Organisationen. Wenn man bei uns Mitglied werden möchte, dann gibt es die Möglichkeit, vergünstigte oder auch Gratis-Tickets für die ein oder andere Veranstaltung und Konferenz zu erhalten. Wenn es dann wieder geht, auch gerne in person. Das kann man da ganz einfach mit diesem Werde-Mitglied-Link hier bei uns tun. Und da unten kann man sich auch ganz unverbindlich und kostenfrei, die Mitgliedschaft hat einen kleinen Preis,
der, glaube ich, recht überschaubar ist, wenn man das vergleicht mit anderen Organisationen wie der unseren. Und da kann man sich ganz unverbindlich für den Newsletter anmelden. Ja, das wäre noch das Allgemeine zur IoT Austria, Connect, Share, Collaborate. Ich glaube, gerade dieses Projekt gehört hinausgetragen und das versuchen wir. Ein Hinweis noch, na, vielleicht zwei. Einer steht schon auf der Website. Nächste Woche werden wir unsere vereinsgesetzmäßig vorgeschriebene Generalversammlung abhalten. Aber nachdem wir keine langweilige Truppe sind, machen wir auch das mit ein bisschen Input. Und es sind gerne auch noch nicht Mitglieder eingeladen. Wir müssen nur dann streng sein von Gesetzes wegen, wenn es zu Abstimmungen und natürlich auch wieder zur Vorstandswahl kommt. Und das Zweite, voraussichtlich am 10. März, das genaue Datum steht noch nicht, werden wir den nächsten Talk haben und da featuren wir eine ganz neue Partnerschaft und da freue ich mich ganz besonders, dass der Chris Baumann heute da ist. Wir sind nämlich als IoT Austria eine Partnerschaft mit der Blockchain-Initiative Austria eingegangen und da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber gerade im Kreuzungspunkt zwischen Blockchain und Internet of Things gibt es auch einiges zu erzählen, zu berichten und durchaus auch zu analysieren und zu diskutieren dann, aber das sehen wir dann im März-Talk. Ja, an dieser Stelle würde ich gerne überleiten zum Wer noch möchte gemütlichen Teil. Der Thomas hat mir im Vorfeld, so in der halben Stunde, bevor wir angefangen haben, im offiziellen Talk gesagt, er könnte noch stundenlang über das Projekt erzählen, also wenn ihr noch Fragen habt, dann ist jetzt die Gelegenheit dazu, ja. Prost, Chris, zum Wohle. Ich hole mir jetzt dann, glaube ich, auch ein Glas Wein. Ja, ich auch. Ich lasse gerne noch das Meeting ein bisschen offen. Möchte an der Stelle gleichzeitig das Recording stoppen. Ihr seid also jetzt nicht mehr auf Video, könnt aber gerne noch die Gelegenheit nutzen, weiter zu plaudern. Danke für den angenehmen und vor allem sehr interessanten Abend. Gerne. Danke, Tom.